We're not this tribe. This is a different
Hello. Thank you. 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 I'm going to go to the house. Das Melken ist vorwiegend die Arbeit der drei Frauen, die mit dem Sippenchef verheiratet sind. Wegen der Dürre geben die Tiere zurzeit jedoch kaum etwas her und das Wenige muss mit den durstigen Kälbern geteilt werden. Die Kinder der Himba sind von klein auf daran gewöhnt, mit anzupacken und wissen sich jederzeit zu helfen. Jeden Tag wird neben den Feuern zum Kochen auch das heilige Feuer für den Ahnenkult entzündet. Dieses Feuer hat für die Himba eine heilende, göttliche Kraft und darf deswegen niemals ganz verlöschen. Seine Glut wird nachts in der Hütte der ältesten Frau des Häuptlings aufbewahrt. Am heiligen Feuer ist auch die Kultstätte, wo Häuptling Mutambo in Notzeiten die Ahnen um ihre Hilfe anfleht. Das Oberhaupt der Sippe hat als eine Art Priester als einziger die Macht, mit den Ahnen Kontakt aufzunehmen, damit sie sich beim Schöpfergott Mukuru für ihren Clan einsetzen. Mutambos Gesänge treiben nun auch Yakatunga aus seiner Hütte. Er hat sich äußerlich wieder in einen echten Himba-Hirten verwandelt. Bevor Yakatunga mit dem Viehaustrieb beginnt, will er uns aber noch schnell über einen Kahlbereich informieren, der für uns absolut tabu ist. Das hier ist das Kälbergehege, das zum Schutz vor Raubtieren immer in der Mitte des Wohnkrals liegt. Zwischen dem Eingang dieses Geheges, dem Platz des sakralen Feuers und der Hütte des Häuptlings, gibt es in jedem Kral der Himba eine Zone, die besonders heilig ist. In diesem Bereich halten sich die Geister unserer Ahnen auf. Deswegen darf kein Fremder diese magische Linie jemals übertreten. Am Platz des heiligen Feuers findet täglich ein Ritual statt, das sehr gut deutlich macht, wie eng die Himba mit ihren Ahnen zusammenleben. Alle, die morgens vom Melken zurückkommen, bieten zuerst Mutambo einen Schluck Milch an, bevor sie selbst etwas trinken. Der Priesterhäuptling nimmt auf diese Weise symbolisch den Milchanteil der Ahnen entgegen. So erneuert das Ritual immer wieder das spirituelle Band zwischen den Verstorbenen und den Lebenden.
Der ganze Reichtum der Himba sind ihre Tiere, um deren Wohlergehen sich hier alles dreht. Nur die Zicklein und Kälber bleiben tagsüber im sicheren Gehege. Das andere Vieh wird zu den Weidegründen getrieben, die oft viele Kilometer entfernt sind. Das Hirtenvolk ist besonders stolz auf seine Rinderherden. Ihre Größe spielt eine zentrale Rolle für das Ansehen einer Sippe und nur bei ganz wichtigen Festen wird mal ein Tier geopfert. Die Ziegen hält man dagegen vorwiegend als Schlachtvieh. Das Hauptnahrungsmittel ist aber die Milch. Sie wird durch Schütteln in Kalebassen zu Butter verarbeitet und frisch oder angesäuert getrunken. In diesen Großfamilien, wo jeder mit jedem irgendwie verwandt ist, gibt es immer viel zu erzählen und zu tun gibt es hier auch immer was. Allein wollen sie uns sogar einen ihrer etwas frivoleren Tänze vorführen. Dabei werden die Männer gleichzeitig angemacht und auf den Arm genommen, indem die Frauen sie mit ihrem Allerwertesten konfrontieren. Die Himba-Frauen haben zum anderen Geschlecht ein recht freizügiges Verhältnis. Junge Mädchen bekommen häufig schon vor der Ehe ein Kind von einem Liebhaber. Und die Vielweiberei der Männer ist für sie selbst auch eine Ermutigung, eigene Wege zu gehen. Sicher kann bei uns ein Mann so viele Frauen haben, wie er will. Die Ehefrauen haben aber auch ab und zu ihre Liebhaber. Und wie viele das sind, ist allein unsere Entscheidung. Wir wollen von Mutambos Frauen wissen, ob sie nicht doch manchmal eifersüchtig sind, wenn er zu einer anderen geht. Und die Pose gibt gleich ein Beispiel. Einmal, als Mutambo nachts bei Kokatepa war, bin ich zu ihrer Hütte geschlichen und habe gelauscht. Ich wollte einfach herausbekommen, ob etwas zwischen ihnen abläuft. Das hat mich aber nur deswegen interessiert, weil er schon einige Tage nicht mehr bei mir war. Ein Tanz, den die Himba besonders lieben, ist der Ochongo. Auch die Männer, die sich sonst eher zurückhalten, machen dabei mit. Und wie immer ist auch der Nachwuchs im Tragegurt mit von der Partie.
Um ihren Bitten um Hilfe Nachdruck zu verleihen, opfern sie den Ahnen anschließend eine Ziege, die sie aus dem Kral mitgebracht haben. Nachdem das Tier zubereitet ist, bittet Yakatunga die Geister noch einmal um ihren Segen. Das Ritual endet damit, dass Yakatunga einen Teil des Fleisches und ausgelassenes Fett als den Anteil der Ahnen ins Feuer wirft. Auch die Bittsteller selbst dürfen danach etwas von dem Opfertier essen, um sich für den Rückweg zu stärken. Als wir am nächsten Tag weiterfahren, um einen Viehposten in der Nähe zu besuchen, hat es in der Nacht davor tatsächlich etwas geregnet. Und schon beginnt hier die Wüste zu leben. Dieses Mädchen gehört zu einer Himba-Sippe, die jedes Jahr mit allen Tieren von ihrem Kral im Westen des Kaoke-Landes zu den Weidegründen am Kunene kommt. Sie leben hier 3 bis 4 Monate und brauchen dann noch einmal viele Wochen für die Rückkehr zu ihrem 200 Kilometer entfernten Heimatkral. Von dort haben sie sogar Yeah.
Oh, it's
Hello. Das Melken ist vorwiegend die Arbeit der drei Frauen, die mit dem Sippenchef verheiratet sind. Wegen der Dürre geben die Tiere zurzeit jedoch kaum etwas her, und das Wenige muss mit den durstigen Kälbern geteilt werden. Die Kinder der Himba sind von klein auf daran gewöhnt, mit anzupacken und wissen sich jederzeit zu helfen. Jeden Tag wird neben den Feuern zum Kochen auch das heilige Feuer für den Ahnenkult entzündet. Dieses Feuer hat für die Himba eine heilende, göttliche Kraft und darf deswegen niemals ganz verlöschen. Seine Glut wird nachts in der Hütte der ältesten Frau des Häuptlings aufbewahrt. Am heiligen Feuer ist auch die Kultstätte, wo Häuptling Mutambo in Notzeiten die Ahnen um ihre Hilfe anfleht. Das Oberhaupt der Sippe hat als eine Art Priester als einziger die Macht, mit den Ahnen Kontakt aufzunehmen, damit sie sich beim Schöpfergott Mukuru für ihren Clan einsetzen. Mutambos Gesänge treiben nun auch Yakatunga aus seiner Hütte. Er hat sich äußerlich wieder in einen echten Himba-Hirten verwandelt. Bevor Yakatunga mit dem Viehaustrieb beginnt, will er uns aber noch schnell über einen Kralbereich informieren, der für uns absolut tabu ist. Das hier ist das Kälbergehege, das zum Schutz vor Raubtieren immer in der Mitte des Wohnkrals liegt. Zwischen dem Eingang dieses Geheges, dem Platz des sakralen Feuers und der Hütte des Häuptlings gibt es in jedem Kral der Himba eine Zone, die besonders heilig ist. In diesem Bereich halten sich die Geister unserer Ahnen auf. Deswegen darf kein Fremder diese magische Linie jemals übertreten. Am Platz des heiligen Feuers findet täglich ein Ritual statt, das sehr gut deutlich macht, wie eng die Himba mit ihren Ahnen zusammenleben. Alle, die morgens vom Melken zurückkommen, bieten zuerst Mutambo einen Schluck Milch an, bevor sie selbst etwas trinken. Der Priesterhäuptling nimmt auf diese Weise symbolisch den Milchanteil der Ahnen entgegen. So erneuert das Ritual immer wieder das spirituelle Band zwischen den Verstorbenen und den Lebenden.
Der ganze Reichtum der Himba sind ihre Tiere, um deren Wohlergehen sich hier alles dreht. Nur die Zicklein und Kälber bleiben tagsüber im sicheren Gehege. Das andere Vieh wird zu den Weidegründen getrieben, die oft viele Kilometer entfernt sind. Das Hirtenvolk ist besonders stolz auf seine Rinderherden. Ihre Größe spielt eine zentrale Rolle für das Ansehen einer Sippe und nur bei ganz wichtigen Festen wird mal ein Tier geopfert. Die Ziegen hält man dagegen vorwiegend als Schlachtvieh. Das Hauptnahrungsmittel ist aber die Milch. Sie wird durch Schütteln in Kalebassen zu Butter verarbeitet und frisch oder angesäuert getrunken. In diesen Großfamilien, wo jeder mit jedem irgendwie verwandt ist, gibt es immer viel zu erzählen und zu tun gibt es hier auch immer was. Allein wollen sie uns sogar einen ihrer etwas frivoleren Tänze vorführen. Dabei werden die Männer gleichzeitig angemacht und auf den Arm genommen, indem die Frauen sie mit ihrem Allerwertesten konfrontieren. Die Himba-Frauen haben zum anderen Geschlecht ein recht freizügiges Verhältnis. Junge Mädchen bekommen häufig schon vor der Ehe ein Kind von einem Liebhaber. Und die Vielweiberei der Männer ist für sie selbst auch eine Ermutigung, eigene Wege zu gehen. Sicher kann bei uns ein Mann so viele Frauen haben, wie er will. Die Ehefrauen haben aber auch ab und zu ihre Liebhaber. Und wie viele das sind, ist allein unsere Entscheidung. Wir wollen von Mutambos Frauen wissen, ob sie nicht doch manchmal eifersüchtig sind, wenn er zu einer anderen geht. Und die Pose gibt gleich ein Beispiel. Einmal, als Mutambo nachts bei Kokatepa war, bin ich zu ihrer Hütte geschlichen und habe gelauscht. Ich wollte einfach herausbekommen, ob etwas zwischen ihnen abläuft. Das hat mich aber nur deswegen interessiert, weil er schon einige Tage nicht mehr bei mir war. Ein Tanz, den die Himba besonders lieben, ist der Ochongo. Auch die Männer, die sich sonst eher zurückhalten, machen dabei mit. Und wie immer ist auch der Nachwuchs im Tragegurt mit von der Partie. Oh, isn't that great? With the old one.
Das Melken ist vorwiegend die Arbeit der drei Frauen, die mit dem Sippenchef verheiratet sind. Wegen der Dürre geben die Tiere zurzeit jedoch kaum etwas her, und das Wenige muss mit den durstigen Kälbern geteilt werden. Die Kinder der Himba sind von klein auf daran gewöhnt, mit anzupacken und wissen sich jederzeit zu helfen. Jeden Tag wird neben den Feuern zum Kochen auch das heilige Feuer für den Ahnenkult entzündet. Dieses Feuer hat für die Himba eine heilende, göttliche Kraft und darf deswegen niemals ganz verlöschen. Seine Glut wird nachts in der Hütte der ältesten Frau. Die Himba-Frauen haben zum anderen Geschlecht ein recht freizügiges Verhältnis. Junge Mädchen bekommen häufig schon vor der Ehe ein Kind von einem Liebhaber. Und die Vielweiberei der Männer ist für sie selbst auch eine Ermutigung, eigene Wege zu gehen. Sicher kann bei uns ein Mann so viele Frauen haben, wie er will. Die Ehefrauen haben aber auch ab und zu ihre Liebhaber. Und wie viele das sind, ist allein unsere Entscheidung. Wir wollen von Mutambos Frauen wissen, ob sie nicht doch manchmal eifersüchtig sind, wenn er zu einer anderen geht. Und die Pose gibt gleich ein Beispiel. Einmal, als Mutambo nachts bei Kokatepa war, bin ich zu ihrer Hütte geschlichen und habe gelauscht. Ich wollte einfach herausbekommen, ob etwas zwischen ihnen abläuft. Das hat mich aber nur deswegen interessiert, weil er schon einige Tage nicht mehr bei mir war. Ein Tanz, den die Himba besonders lieben, ist der Ochongo. Auch die Männer, die sich sonst eher zurückhalten, machen dabei mit. Und wie immer ist auch der Nachwuchs im Tragegurt mit von der Partie. Ja, ich bin
Um ihren Bitten um Hilfe Nachdruck zu verleihen, opfern sie den Ahnen anschließend eine Ziege, die sie aus dem Kral mitgebracht haben. Nachdem das Tier zubereitet ist, bittet Yakatunga die Geister noch einmal um ihren Segen. Yeah.
Das Ritual endet damit, dass der Katunga einen Teil des Fleisches und ausgelassenes Fett als den Anteil der Ahnen ins Feuer wirft. Auch die Bittsteller selbst dürfen danach etwas von dem Opfertier essen, um sich für den Rückweg zu stärken. Als wir am nächsten Tag weiterfahren, um einen Viehposten in der Nähe zu besuchen, hat es in der Nacht davor tatsächlich etwas geregnet. Und schon beginnt hier die Wüste zu leben. Dieses Mädchen gehört zu einer Himba-Sippe, die jedes Jahr mit allen Tieren von ihrem Kral im Westen des Kaoke-Landes zu den Weidegründen am Kunene kommt. Sie leben hier 3 bis 4 Monate und brauchen dann noch einmal viele Wochen für die Rückkehr zu ihrem 200 Kilometer entfernten Heimatkral. Von dort haben sie sogar Frau des Häuptlings aufbewahrt. Am heiligen Feuer ist auch die Kultstätte, wo Häuptling Mutambo in Notzeiten die Ahnen um ihre Hilfe anfleht. Tata,
Das Oberhaupt der Sippe hat als eine Art Priester als einziger die Macht, mit den Ahnen Kontakt aufzunehmen, damit sie sich beim Schöpfergott Mukuru für ihren Clan einsetzen. Mutambos Gesänge treiben nun auch Yakatunga aus seiner Hütte. Er hat sich äußerlich wieder in einen echten Himba-Hirten verwandelt. Bevor Yakatunga mit dem Viehaustrieb beginnt, will er uns aber noch schnell über einen Kahlbereich informieren, der für uns absolut tabu ist. Das hier ist das Kälbergehege, das zum Schutz vor Raubtieren immer in der Mitte des Wohnkrals liegt. Zwischen dem Eingang dieses Geheges, dem Platz des sakralen Feuers und der Hütte des Häuptlings, gibt es in jedem Kral der Himba eine Zone, die besonders heilig ist. In diesem Bereich halten sich die Geister unserer Ahnen auf. Deswegen darf kein Fremder diese magische Linie jemals übertreten. Am Platz des heiligen Feuers findet täglich ein Ritual statt, das sehr gut deutlich macht, wie eng die Himba mit ihren Ahnen zusammenleben. Alle, die morgens vom Melken zurückkommen, bieten zuerst Mutambo einen Schluck Milch an, bevor sie selbst etwas trinken. Der Priesterhäuptling nimmt auf diese Weise symbolisch den Milchanteil der Ahnen entgegen. So erneuert das Ritual immer wieder das spirituelle Band zwischen den Verstorbenen und den Lebenden. Der ganze Reichtum der Himba sind ihre Tiere, um deren Wohlergehen sich hier alles dreht. Nur die Zicklein und Kälber bleiben tagsüber im sicheren Gehege. Das andere Vieh wird zu den Weidegründen getrieben, die oft viele Kilometer entfernt sind. Das Hirtenvolk ist besonders stolz auf seine Rinderherden. Ihre Größe spielt eine zentrale Rolle für das Ansehen einer Sippe und nur bei ganz wichtigen Festen wird mal ein Tier geopfert. Die Ziegen hält man dagegen vorwiegend als Schlachtvieh. Das Hauptnahrungsmittel ist aber die Milch. Sie wird durch Schütteln in Kalebassen zu Butter verarbeitet und frisch oder angesäuert getrunken. In diesen Großfamilien, wo jeder mit jedem irgendwie verwandt ist, gibt es immer viel zu erzählen und zu tun gibt es hier auch immer was. Allein wollen sie uns sogar einen ihrer etwas frivoleren Tänze vorführen. Dabei werden die Männer gleichzeitig angemacht und auf den Arm genommen, indem die Frauen sie mit ihrem Allerwertesten konfrontieren.